What up, people? It's the motherfucking RP! Und heute spielen wir wieder ein paar coole Maps, die ihr für uns gebaut habt, zusammen mit dem... Und falls ihr generell für uns irgendwelche Maps bauen wollt, dann geht einfach mal auf den mc.timulia.de-Server. Da könnt ihr dann einfach folgende Dinge klicken. Und dann könnt ihr eine Map für uns bauen. Wenn ihr die am besten Rotpilz oder Mo oder Rotpilz und Mo oder sowas in der Art nennt, dann können wir die von euch spielen. Aber ich dachte mir, ich spiele jetzt einfach mal ein paar Maps, die ihr schon vor einer Ewigkeit gebaut habt, weil ich habe ja auch schon länger hier nichts mehr aufgenommen. Und ich würde sagen, nee, ich muss dich inviten, Amana. Okay, Amana. Warte. Rotpilz versus Alphastein. Ich meine, du bist zwar nicht Alphastein, aber wir können jetzt einfach mal eine Map von gestern einfach mal ausprobieren, oder? Wir probieren mal eine Map von gestern aus. Vielleicht ist da ja was Gutes dabei. Mein Lieber, was steht denn hier? Hier steht, hallo Rotpilz und Alphastein und andere. Leider ist Alphastein gerade nicht dabei. Ich hoffe, es gefällt euch. Habt Spaß. Alter! Hey, normalerweise bei den roten Blöcken wird man eigentlich aus der Runde gekickt. Das ist etwas komisch. Naja. Okay. Boah, ich hasse so. Ich geh mal grau. Wow, Gott, ich back einfach auf diesem Stick hier rum. Okay, oh Gott, ich bug jedes Mal in diesem Dings drin. Das kann doch gar nicht sein. Weil jedes Mal, wenn ich schaffe es auf diese Sticks drauf, aber dann bug ich auf der Stelle. Hä? Diese Map ist total dumm einfach. Weil ich komme einfach nicht weiter, weil es halt, es hängt einfach. Ja, ich sehe das. Deine Füße sind auch in dem Ding drin. Hä? Digga, Map-Erbauer, hast du irgendwelche Drogen genommen? Alter! Seht ihr das? Guck mal, er ist einfach schon da hinten am Rumlungern. Das ist eine verdammte Zeitverschwendung. Ah! Komm, Alter, das ist jetzt nicht schön. Nein, Felix, bleibt ruhig. Tief durchatmen. Kannst du dich dann nicht bewegen, oder was? Ich häng einfach nur auf diesem Stab drauf. Ich spring da drauf und dann wackel ich so durch die Gegend. Was soll das? Also, ohne Witz, die Person, die diese Map gebaut hat, ne? Also... Ashley HD, ne? Ich weiß nicht, was dich dabei geritten hat, ne? Oder ob du das überhaupt jemals getestet hast. Ob du es vielleicht mehr als einmal getestet hast. Aber diese Map macht mich todesaggressiv! Und du bist immer weiter! Digga, ist das dein scheiß fucking Ernst? Boah, wenn ich das jetzt gleich... Wenn ich das jetzt in zwei Versuchen nicht schaffe, dann mache ich einen Great Crit und versuche eine andere Map. Come on, jetzt aber. Was soll das? Was mache ich denn falsch? Sprint ich falsch? Komme ich falsch auf? Muss ich Shift drücken beim Aufkommen? Nö, ganz ehrlich, nein. Nächste Map. Rotpilz, bester Alpha-Batzen. Diese Map spielen wir jetzt einfach mal. Let's go. Okay, was ist das hier links neben uns? Ich will es gar nicht wissen. Naja, wir gehen einfach mal los. Du bist, Du hast schon Checkpoint. Ich dachte gerade schon. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, einmal hier hoch. Ja, bis jetzt noch relativ einfach. Ich hoffe mal, da kommen keine Glass-Pane-Jumps. Sonst raste ich aus. Bisschen Sprint 3. Und Sprint 3. Hopp. Und ein bisschen Ambosserei. Ups. Okay, gut, dass die Ambosse nur in der Mitte fallen. Das macht super easy. Brr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 r
Warum spawnt man hier oben und man muss laut dem Jump'n'Run jetzt noch hier lang? Jetzt mal ernsthaft. Wer macht denn das hier? Das hier. Um dann nur im Nachhinein durch so ein ultra knappes Jump'n'Run irgendwie dann hier anzukommen. Hä? Du hast gewonnen. Ich sag okay, okay, okay. Und ab zum nächsten Jump'n'Run. Okay, dann spielen wir einmal Rotpilz geht zu Gamescom. Das klingt sehr, sehr witzig irgendwie. Mal gucken, ob ich wirklich zur Gamescom gehe. Start. Okay, was steht hier? Bauzeit 7 Stunden. Hi, Rotpilz und andere. Ich hoffe, es gefällt dir und gib beim Filter meinen Namen ein und du kannst circa 7 Stunden Jump'n'Run spielen. Ah, alles klar. Dann hoffen wir mal, dass dieses Jump'n'Run gut ist und vielleicht werden wir in Zukunft noch bessere Jump'n'Runes von dir bekommen. Neues Aufnahmezimmer, Pilz. Minecraft Einzelspieler. Wettermeldung. Schnee bei minus, keine Ahnung wie viel Grad. Minecraft Einzelspieler. Hä? Digga, what the fuck? Ich gehe in den Bus rein. Such dir ein Game aus. Pac-Man? Anvil Race. Hä? Bruder, bist du irgendwie stoned gewesen, als du das gebaut hast? Oder was geht hier ab? Irgendwie verstehe ich den Sinn nicht. Okay. Ja! Was? Ich bin einfach... What the fuck? Ich bin einfach rückwärts runtergefallen. Als ob er schon wieder dieses scheiß Jump'n'Run gewonnen hat. Rotpilz, ich hoffe, es hat dir gefallen. Die Klasse, du stehst drin. Die Klasse 4a und den Leon mit dem Kanal Toplio HD. Was? Ach nee, bitte grüße mich, die Klasse 4a und den Leon. Okay, ich hab verstanden. Aber ich würde sagen, nächste Map. Für Rotpilz, das klingt doch gut. Nehmen wir einfach mal das. Für Rotpilz bei Herr WH. Okay, okay, hier steht irgendwas. Jump. In Run muss ich sagen, ich bin sehr schlecht in Jump and Run. Hallo Ruppels und andere, ich hoffe, euch gefällt das Start. Alles klar. Also ist er nicht so gut in Jump Runs und deswegen spielen wir diese Map. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. That's right. Du hast mal gedacht, das ist zum Ende, ist falsch gedacht. Nein! Da ist es. Ja, man, Feuer! Hä, das war ja mal todeseinfach, Alter. Das war ja echt mal todeseinfach. Naja, okay, ich würde sagen, da das so kurz war. Nächste Jump'n'Run! Rotpilz Epic von Roborubber. Ja, dann spielen wir das doch mal. Bing. Bing. Badadang. Okay, steht hier irgendwie was? Okay, hier steht nichts. Gut, dann, let's go. Aua. Ich bin direkt einfach mal runtergefallen bei diesem komischen Stern-Motherfucker. Bitte sei nicht so eine kurze Map und Mo gewinnt wieder instant. Bitte, bitte, das wäre ich bitte. Also, falls ihr generell Maps für uns bauen wollt, dann, ihr habt ja gesehen, wie es am Anfang geht. Nennt ihr einfach Mo oder Rotpilz oder Mo und... Du Hund! Und dann werden wir die hier zusammen spielen können. Ich würde sagen, da das wieder so eine richtig läppische Map war, machen wir jetzt noch eine und das war's dann. Die letzte Map machen wir jetzt noch, ne? Und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Ich würde sagen, ich gewinne. Nächste Map! Die Reise von Rotpilz. Das klingt doch sehr vielversprechend. Dann probieren wir das doch mal. Und ich hoffe, dass ich die Reise vor dir beende, du Schmock. Badang! Hier steht was? Herzlichen Glückwunsch zu unserem JNR. Viel Glück. Okay. Oh, fuck. Oh, Mo hebt ab. Er hebt ab. Ich hoffe, er fällt runter, damit ich das gewinne. Denn Mo ist runtergefallen wie ein Laponaut. Ist es schwer oder leicht? Ja, wer bin ich denn, Alter? Ich meine, normalerweise würde ich schwer nehmen, weil ich der krasseste Jump in der Aber hier geht's ja um was. Aber hier geht's ja um die Eier. Der Eier. Oh. Aua. Was ich nicht verstehe, manche Maps haben Fallschaden, manche nicht. Makes no sense to me. No! Boah, das hasse ich ja wie die Pest. Vor allem, wenn man nichts sieht, Alter. But this shit ain't no problem for Felix. Oh. Ja, wo musst du denn da hin? Such den Teleporter. Ja, gut. Fuck. Wo könnte er sein? Wo könnte der Teleporter sein? Ich hab ihn gefunden. Das ist nicht dein fucking Ernst. Du hast ihn nicht wirklich gefunden, Mann. Doch. Ich bin eingesperrt. Hallo. Ich wollte eigentlich nur trollen. Du hast ihn gar nicht gefunden. Da ist er. Da ist er einfach nicht. Doch, hier in dem Raum. Ja, gut, dass man nichts öffnen kann. Du kleiner Lügenbaron. Ah, da ist er. Denkst du kannst mich verarschen, oder was? Da ist er wirklich. Okay, gut. Gut, dass ich ihn erreicht habe. Echt jetzt?
Ja. Wo ist der, Alter? Oh, nee, herzlichen der Glückwunsch, oben. Du hast es. Hi, Mo. Ah, ich hab gewonnen! Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Bitte bewerte fair. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn nicht, schreib mir Ideen für Jump'n'Run, Bauer, blur, blur, blur. Falls ein YouTuber guckt, grüß mich und jetzt ciao, steht da nur noch. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit dieser Map. Wenn es euch denn trotzdem irgendwie gefallen hat, dass wir so bescheuerte Maps gespielt haben, dann lasst eine positive Bewertung da. Guckt bei Mo vorbei, der ist unten in der Beschreibung. Und wie gesagt, wenn ihr Maps für uns bauen wollt, ich habe am Anfang erklärt, wie. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich würde sagen, tschüss, haut rein.